Ja, mein Kanal heißt Förster Klaus, weil ich tatsächlich Förster bin. Und wie man es unschwer hört, irgendwo in Süddeutschland. Nicht wahr? So, hallo. Jetzt gibt es zuerst mal wieder die Auflösung vom Rätsel. Im letzten Mal, nämlich wie heißt der Mann von der Ricke oder von der Rehgeiß? Es ist nicht der Hirsch, das hatten wir ja gesagt und das ist auch wichtig zu wissen, sondern es ist der Bock. Es ist der Rehbock. Auch so ein bisschen wie bei den Ziegen. Ja, da gibt es auch die Geiß und es gibt den Ziegenbock und so ist es bei den Rehen. Der Rehbock ist also die Lösung. Heute geht es um die Kettensäge und die Frage, wieso heißt die Kettensäge eigentlich Kettensäge? Hängt man die um den Hals mit einer Kette oder braucht man eine Kette, um die irgendwie zu starten oder warum heißt sie Kettensäge? Und um euch das zu zeigen, habe ich hier mal eine Kettensäge dabei und man sieht hier vorne ist ein Schwert, das nennt man Schwert und auf dem Schwert, da sitzt des Rätsels Lösung, warum heißt sie Kettensäge. Zeigen könnten euch das noch viel besser, meine Forstwirte, aber die müssen gerade Bäume fällen, die leider vertrocknet sind und deshalb zeige ich euch. Hier, bei der Kettensäge kann man, im Bettenfall ist das ganz einfach, da ist nur eine Schraube, nämlich die hier. Normalerweise sind da zwei Schrauben, aber weil das eine kleinere Kettensäge ist vom Förster Klaus, hat die nur eine Schraube. Und hier habe ich einen Schlüssel und der sagt auch, da steht auch drauf, was ihr alle seid, nämlich, könnt ihr es lesen, Wild auf Wald. Okay, wir sind alle Wild auf Wald und mit dem Schlüssel schraube ich hier mal auf. Dann kann ich hier die Schraube wegmachen. Die legen wir mal beiseite. Brauchen wir nachher noch wieder zum Zumachen. Und dann kann ich den Deckel hier wegmachen. Oh! Und dann sieht man hier so ein Rad. Und man sieht das Rad, das dreht sich. Und wenn ich das Rad drehe, dann seht ihr, dann bewegt sich hier was. Und zwar ist das die Kette. Das ist wie, ich mache die mal schön runter, Schwert raus, legen wir auf den Boden. Seht ihr, da bleibt übrig, wenn man das, die Führungsschiene heißt es eigentlich, aber die Führungsschiene nennen wir ganz oft Schwert. Wenn man die Führungsschiene rausnimmt, dann bleibt nur noch die Kette übrig. Und weil die Kette das ist, was nachher sägt, die scharfen Kettentreibglieder, haben hier so Zähne, nennen wir die. Sieht man jetzt vielleicht in der Kamera nicht ganz so gut. Ah, Schelze nicht scharf, aber die Kette hier, die kann man auch ganz raus machen, die ist der Grund, warum die Kettensäge Kette heißt. Nämlich, weil es eine Kette ist und auf der Kette hat es scharfe, da hat es ganz viele Treibglieder, wie bei eurer Fahrradkette, aber anders wie bei eurem Fahrrad, zum Glück hat es da noch ganz scharfe Zähne und die schneiden nachher, wenn man sägt. Genau, also. Und übrig bleibt ja der Motorblock und die Griffeinheit. Und auch das selber würde schon Geräusche machen. Jetzt wird es ein bisschen laut, wenn die anspringt. Ihr seht, eine Kettensäge ohne Schiene und ohne Kette ist keine Kettensäge mehr. Ist ein bisschen wie ein Auto ohne Reifen. Ja, wo man aufsetzt auf so, ich sag mal, ein paar Holzrugel, kann man auch reinsitzen, Motor anmachen, brrrr, fährt aber nicht davon. Also, warum heißt die Kettensäge Kettensäge? Weil die Kette ein ganz zentrales Ding ist, weil ohne die kann man nicht schneiden. Und nach der Kettensäge gibt es natürlich zum Schluss wieder ein Rätsel. Und weil Sie und ihr schon alles Waldprofis seid, gibt es ein bisschen was Schwierigeres, nämlich wir suchen eine Waldbaumart. Die Waldbaumart ist in Deutschland selten und kommt eher in den wärmeren Gebieten vor. Also nicht in den Mittelgebirgen, in den Höhenlagen vom Schwarzwald, vom Harz,
von der Schwäbischen Alb, vom Bayerischen Wald, da gibt es die Baumart nicht. Aber bei uns gibt es die und ich zeige euch mal den Baum. Also ist ein richtiger Waldbaum. Das ist die Rinde. Das ist die Rinde. Und so sieht die Krone aus. Sieht man jetzt nicht so gut, aber hier seht ihr die Blätter. Genau, so sehen die Blätter von dem Baum aus. Und ich kann euch noch den Tipp geben, es ist eine einheimische Baumart, keine hier von uns eingebrachte, gepflanzte, ist eine einheimische Baumart. Und das Rätsel heißt natürlich, wie heißt diese Baumart? Und mit dem Rätsel, wie heißt diese Baumart, schicke ich jetzt einen Gruß nach Haus vom Förster Klaus. Ich wünsche euch ein feuriges Pfingstfest und sage Tschüss und Ade.